Es gibt einfach ein Mrs. Puff dunkles Geheimnis-Video. Ach du Scheiße, da sehe ich mich aber mal sowas von. Das habt ihr safe noch nicht gesehen, oder? Dieses Bild hier an. Mrs. Puff in ihrer Wohnung. Und da sieht man Mrs. Puff in ihrer Wohnung. Hey, lol. Ist das wirklich so? Lol. Hä? Oder das ist eine Videoaufzeichnung. Und das hat immer wieder in sich rein aufgezeichnet und so. Hä? Leute, das ist ja... Ist das ernsthaft so? Das sind jetzt wieder irgendwelche Verschwörungstheorien. Da war ein Einbrecher und der hat das so alles mitgefilmt. Oder da ist jemand dahinter und so. Und der will die dann abstechen und sowas. Man wird jetzt wieder sowas Überkrasses. Spiegelbild? Ja, aber das macht doch gar keinen Sinn, dass es ein Spiegelbild ist. Weil das ist doch... Die guckt doch nicht zu dem Spiegel. Die guckt doch gerade woanders hin. Und vor allem, das passt ja auch gar nicht. Das kann ja nicht sein mit Spiegelbild. Mrs. Puff in ihrer Wohnung. Und da sieht man Mrs. Puff in ihrer Wohnung. Mrs. Puff in ihrer Wohnung. Es ist schon wieder eine Endlosschleife. Was soll das? Warum machen die Macher das? Hey, jetzt bin ich gespannt. Der obdachlose Hiegel begrüßt euch. Manche haben mir nicht geglaubt, dass ich... obdachlos bin. Bitch. Ich meine das ernst. Ich habe keine Wohnung. Was meint ihr, warum ich hier draußen aufnehme? Und einige haben mich auch ausgelacht deswegen. Leute, ihr braucht mich gar nicht zu haten, ja? Es prallt sowieso an mir ab. Willkommen zur zweiten Theorie. Theorie Nummer uno. Bruder Olli, bitte schau dir kein Hiegel-Video an. Das wurde 1:1 aus dem amerikanischen Raum vom YouTuber Alex Bale kopiert. Aber ich will mir jetzt kein Video von einem amerikanischen YouTuber anschauen. Dann gucke ich mir jetzt gerade mal lieber die Übersetzung für den Tag an, weil ich möchte jetzt einfach mal Miss Puffs dunkles Geheimnis sehen. Ging um Siegbert Schnösel, die Dating-Theorie mit Thaddäus. Die war richtig nice, die hat euch auch allen sehr gefallen. Das freut mich natürlich. Und wer das Video noch nicht gesehen hat, unbedingt nachholen. Das ist das letzte Video, was ich hochgeladen habe. Es gibt nämlich insgesamt 5 Theorien, die ich hochladen werde. Also unbedingt den Kanal abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und heute geht es nicht um Siegbert Schnösel, sondern um Mrs. Puff. Der damalige Detective Hiegel hat schon mal etwas zu Mrs. Puff gemacht. Ich habe das damals selber herausgefunden. Unter anderem wird auch diese komische Szene hier erklärt. I hope I still remember how to do this. Yeah. Das sieht ein bisschen aus wie ein perverser Moment. Ich meine, sie hat da so ein Gummiding. Das kann man so über eine Banane ziehen, ihr wisst Bescheid. Aber darum geht's hier nicht. Es wird nämlich endlich auf... Ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt daraus auch noch einen Strick ziehen willst, Strick binden willst, dann willst du auch nicht. Das ist wieder so typisch, also da könnte man da jetzt reininterpretieren, das können Kondome sein. Die ist eine sehr perverse Person gewesen. Ja, Miss Puff, richtig pervers. Generell, wer SpongeBob anguckt, übelste Perverslinge. So, ich kenne euch, ja, ihr seid safe alle übelst pervers. Geklärt, was das mit dieser Szene hier auf sich hat und noch vieles mehr. In dem alten Video von mir haben wir herausgefunden, dass Mrs. Puff eine dunkle Vergangenheit hat. Ich geh zurück! Leg da erstmal los, wenn es mein Ruf ruiniert! Ich muss in eine andere Stadt ziehen! Ich muss eine andere Fahrschule aufmachen, unter anderem Namen! Nein, nicht schon wieder! Dieses Drama muss beendet werden! Nicht schon wieder! Das hat Detective Hiegel damals rausgefunden, aber mehr habe ich leider nicht rausfinden können. Damals gab es noch nicht mehr. Jetzt gibt es Reddit und einen YouTuber mit dem Namen Alex Gale, glaube ich. Und die haben eine Menge rausgefunden. Und ich bin hier, um es für euch auf Deutsch zu übersetzen. Er sagt es ja wenigstens noch ehrlich, ja? Also immerhin erwähnt er noch, ey, hier, ich habe das sozusagen kopiert. Na, immerhin, es sind ja Credits und so, die man dann gibt. Dann finde ich das eigentlich noch in Ordnung. Holt euch Popcorn, lehnt euch zurück. Let's go mit dem Video. Laut. Zum Beispiel, wir fangen an mit Mrs. Puffs dunkler Vergangenheit. Später wird es immer extremer. Zum Beispiel werden wir herausfinden, wie Psycho Mrs. Puff eigentlich wirklich ist. Und es gibt eine dunkle Theorie, dass es einen geheimen, mysteriösen Drahtzieher hinter dem Ganzen gibt. Aber dazu später mehr. Mrs. Puff hatte eine dunkle Vergangenheit. Sie hatte einen Schüler, genau wie SpongeBob, den sie vorzeitig den Führerschein gegeben hat, der dann Unfug gemacht hat und sie hat dann Ärger bekommen. Hey, das hätte aber doch jeder gemacht. Jeder hätte SpongeBob den Führerschein gegeben, weil er so dumm beim Fahren war. Den musst du einfach den Führerschein geben. Außer bei dem Typi. Kennt ihr noch diesen Haifisch? Der, das ist doch so geil gewesen. Dieser Hai, der dann wirklich ihn getrimmt hat, dass er mit Augen zu einfach fahren kann. Und mit Augen auf konnte er nicht fahren. Der war krass.
Der hat's geschafft, der konnte das. Ja, aber ja, letztendlich ist trotzdem die ganze Stadt kaputt gegangen, ne? Ist dann halt auch wieder doof. Sie musste die Stadt verlassen und unter neuem Namen eine neue Bootsfahrschule aufmachen, in Bikini Bottom. Das bedeutet, sie kommt eigentlich ursprünglich aus einer anderen Stadt. Aus welcher Stadt? Leute, man denkt ja eigentlich immer, dass die SpongeBob-Charaktere sehr einfach gestaltet sind. Sind sie aber nicht. Die Macher sind fucking Masterminds. Sie haben überall versteckte kleine Hinweise und sowas platziert, damit wir theorisieren können und die Wahrheiten hinter den Charakteren herausfinden können. Hier gibt es nämlich eine Episode, eine etwas neuere Episode mit dem Namen Leuchtturm Louis. Hier gibt es eine Stelle, wo man Mrs. Puffs Haus sieht. Ich habe das nie gesehen. Also ich weiß nicht, eins in den Chat, wer auch die neuen Folgen von SpongeBob kennt. Ich bin wirklich, ich habe keine neue Folge angeguckt. So, gibt's bei mir. Ich weiß nicht mal, wo auf meinem Fernseher Nickelodeon läuft. Ich weiß es nicht. Ich hab's gar nicht. So. Also ich bin da voll der Noob geworden. So, damals war ich so richtiger Fan von SpongeBob, hab mir alles angeguckt, kenne auch jede alte Folge. Aber seitdem dann Patrick Star mit der neuen Synchronsprecherstimme am Start war, habe ich es nicht mehr weiter angeguckt. Leider. Ne? Also was heißt leider? Es ist dann auch wahrscheinlich ein bisschen schlechter geworden, ne? Ey, yo, King M, moin, moin. Alles bis bloß nach, danach nichts mehr. Ja, das ist schade eigentlich, ne? Aber die ganz früheren Folgen waren auch die geilsten, muss ich wirklich sagen. Danach wurde es halt ein bisschen dumm und halt auch wieder ein bisschen ungewohnt mit neuen Stimmen und sowas. Hab's mal versucht, aber die neueren kann man sich nicht geben. Ich glaube, man wird ja auch ein bisschen älter und hat dann vielleicht doch mal... So, das, was wir jetzt feiern, ist ja auch aus Nostalgie, weil man es ja auch kennt von früher. Ich weiß nicht, würde man jetzt ganz neu das schauen, würde man vielleicht denken, ist schon ziemlich dumm, weil man kennt die ganzen Charaktere nicht so. Aber wir kennen die ja. Und ja, so bei uns ist da ein gewisser Sprung. Und wenn man jetzt die neuen Folgen anschaut, denkt man sich so, ah, cringe eigentlich, ne? So ein bisschen traurig. Das läuft ein bisschen scheiße. Mm. Staffel 1 bis 4 sind geil. Ja, stimmt, ich glaube, bis Staffel 4 ist geil. Und ich glaube, danach kamen dann so die neuen Stimmen und so. Und das ist halt dann ein bisschen doof gelaufen. Ich konnte schon seit Thaddeus neuer Stimme nicht mehr. Aber war nicht Patrick zuerst dran mit der neuen Stimme? Oder war erst Thaddeus mit der neuen Stimme dran? Ich weiß gar nicht, bis wann die ganzen Stimmen noch da waren, die Synchronsprecherstimmen von Thaddeus und Patrick. Ich glaube, Thaddeus war da tatsächlich als erstes. Ja, doch, doch, das kann schon sein, da war es. Ja, das hat dann irgendwann abgebaut. Ich glaube, bis Staffel 4 war gut. Also ich glaube, das hat Tobi schon richtig gesagt. Staffel 1 bis 4 gucke ich immer noch zu gern, aber eben danach ist Müll. Ja, ich denke auch, ne? Das ist irgendwie ein bisschen schade so, weil ich habe das so krass gefeiert. Ich hatte auch die DVDs und so von SpongeBob. Und naja, was ist jetzt passiert? Jetzt haben wir alle Scheiße am Schuh, wenn wir das jetzt hier so angucken. Dort sieht man eine Menge Zeugs rumliegen. Das ist ihr Zeugs. Und was sieht man da? Eine Akte? Mrs. Puff. Archivbesitz, ja, ist Patrick. Schon klar. Lehrerinnen sollten Akten von ihren Schülerinnen und Schülern haben. Aber warum hat sie eine Akte von sich selbst? Genau, weil es eine Fake-ID ist. Sie hat eine Akte von Mrs. Puff, weil das ja alles Fake-Dokumente sind. Weshalb sollte man sonst eine Akte von sich selber haben? Ihr glaubt, ich spinne und das ist bei den Haaren herbeigezogen? Ja. Schaut euch mal diese Stelle hier an. Mit dieser Stelle hier hätte wirklich niemand rechnen können. Das ist so gut versteckt. Das sieht man nur für eine Millisekunde, ja? Ja, stimmt, ne? SpongeBob nimmt hier nämlich das ganze Zeugs in den Mund und was sieht man da? Geistesgestörte Bootsschule. Hey, lol, okay. Okay, das ist schon krass, ne? Wie versteckt das und sowas. Also, da wurde auch so ein bisschen Liebe ins Detail. Guck mal, Oktober 2001, das ist ja wirklich eine sehr neue Folge, oder? Oder meinen die den 21. Oktober? Gut, nee, es kann auch der 21. Oktober sein. Das könnte aber auch so Oktober 2021 sein. Ich weiß nicht, wie die das machen, so auf Englisch. Ob das... Ja, man, das wäre mal interessant zu wissen, ne? Ob das jetzt... Ich weiß ja nicht, wie neu die Folge ist. Es kann ja noch ganz, ganz neu sein. Lehrerin begeht Flucht? Was zur Hölle? What the fuck ist das für eine Zeitung? Lenkt Polizei mit Ballontierchen ab. Jetzt macht der Clip am Anfang auch Sinn. Immer wenn sie ein Verbrechen begeht, hat sie so ein Ballontierchen aufgeblasen und dann hingestellt, um die Polizei abzulenken. What? Warum? Und wenn man genau hinschaut, sieht man, dass das keine Zeitung aus Bikini Bottom ist, sondern da steht New Kelp Post. Das ist also nicht aus Bikini Bottom, sondern aus der Stadt... Du Kelp. New Kelp City. Ach so. Die hat man mal in einer anderen Episode aus SpongeBob gesehen. Das bedeutet, Mrs. Puff ist aus New Kelp City und ist dort geflohen. Das macht alles Sinn. Ach du und Scheiße. Dieses Bild hier kommt... Wie guckt die denn bitte? Warte mal ganz kurz.
Was ist das denn? Junge, überlegt euch mal, stellt euch mal vor, das hier ist nicht der... Was ist denn das? Warte, ich verstehe das nicht. Das ist die... sind das hier Nasenlöcher und das ist der Mund? Das sieht ja richtig komisch aus einfach. Was ist denn das für ein Passbild? Also, das ist jetzt nicht böse gemeint, Mrs. Puff, aber das ist ja wirklich unter aller... Was ist denn das? Ach! Ich dachte, das ist die Nase... Oh. Ich dachte, das ist der Mund. Das alles ist der Mund. Das ist das Kinn und das ist der Mund oder so. Oder das ja alles ist der Mund. Und die macht so, oh, so, so. Oh. Oh, lol. Oh, oh mein Gott. Ich dachte, das ist, guck, oh. Junge, wie das aussieht, wenn das der Mund wäre. Und das ist die Nase und das sind die Nasenlöcher. Junge, ich dachte, Junge, es ist ja wirklich so hässlich. Also nicht böse gemeint, ne? Ich möchte nicht Mrs. Puff beleidigen, dass sie hässlich ist, aber Junge, stellt euch vor, das sind die Nasenlöcher und das ist der Mund. Junge, es wäre einfach so creepy. Das ist uns nicht bekannt vor, das kennt man doch von irgendwoher. Es gibt nämlich eine Episode, wo sich Mrs. Puff so etwas vorstellt, wie SpongeBob ganz viel Unfug macht, ja. Und dann bekommt sie Ärger, über sie wird negativ berichtet. Hier, genau so sieht es richtig aus. Hier ist der Mund. Ja. Ach Mann, ey, wirklich. Holt mich hier raus, macht keinen Sinn mehr. Aber Leute, das hat sie sich nur vorgestellt, hat man in der Episode gesehen. Leute, das war keine Vorstellung. Dieses Bild existiert wirklich. Das war also ein Stück ihrer Erinnerung. Lol. Das ist nämlich schon mal passiert. Genau deswegen ist sie nämlich geflohen. Und noch ein kleines Detail ist, dass dieser Fischreporter hier Haare hat. Den hat man schon so oft gesehen und der hatte nie Haare. Nie. Jetzt auf einmal schon? Woran könnte das liegen? Weil er nicht derselbe Reporter ist wie der hier. Das ist ein Reporter aus New Kelp City und der hat halt einfach Haare. Oh mein Gott, das macht alles Sinn. Hä? Als ob die auf sowas geachtet haben. Ey, ich finde das crazy. Das sind so kleine versteckte Sachen, wo du da denkst du ja nicht dran. Du denkst, das ist so der Reporter so. Aber der hat ja dann die gleiche Stimme wahrscheinlich gehabt. Junge, was sind denn das bitte für komische Fakten, Junge? Das ist ja wirklich heftig. Ist mir noch nie aufgefallen, obwohl wir alle die... Nee, wir kennen die Folge ja auch nicht. Wir kennen die auch nicht. Das ist ja eine relativ neue Folge gewesen. Scheiße. Ich meine, die Macher von diesem Fisch haben den schon so oft dahingestellt und noch nie haben sie ihm dieses kleine Detail verpasst. Warum genau an dieser Stelle? Mrs. Puff ist also aus New Cape City. Sie ist von dort geflohen und erlebt jetzt den ganzen Horror, den sie damals schon erlebt hat, noch einmal mit SpongeBob in einem endlosen Loop, in einer Endlosschleife. Oder das war mit dem Reporter mit der alten Folge, das, was wir hier gerade gesehen haben, was er sich vorgestellt hat. War das da, wo der Reporter Haare hatte oder erst bei der neuen Folge? Ich glaube doch bei der alten Folge, dann kennen wir den. Dann ist das komisch, dann ist es uns wahrscheinlich noch nie aufgefallen, dass der einfach Haare hatte. Das haben wir alles für normal wahrgenommen, obwohl wir eigentlich wissen, dass der keine Haare hat. Hä, wie crazy eigentlich. Also überlegt euch das mal, das sind so Sachen, du glaubst da gar nicht dran. Und auf einmal wird hier alles offenbart. Das ist Wahnsinn. Dann ist es derselbe, aber er ist jünger, weil es eine Erinnerung ist und deswegen hat er Haare verdammt. Das kann auch sein. Ja, ich weiß aber nicht, dass er so schnell dann Haare bekommt. Das müssen wir halt jetzt so gucken, wie die zeitlichen Abstände sind, wann er immer moderiert hat, ne? Weil der kann ja nicht auf der einen Seite die ganze, so normal moderiert haben und nächsten Tag hat er Haare dran. Also es ist für einen Fisch sehr unwahrscheinlich, dass du nach einem Tag solche Haare hast. Sie ist geisteskrank. Das hat man hier auch gesehen. Und wie geisteskrank sie wirklich ist... Was zum Teufel war das denn für eine Folge? ...werden wir jetzt herausfinden. Das werdet ihr nämlich nicht glauben. Hallo. Ich mach was für die Universität. Wir wissen ja, dass Mrs. Puff oft wegen SpongeBob durchdreht. Es gibt Folgen, das ist schlimmer als in anderen Folgen. Hier zum Beispiel ist sie in einer Klapsmühle so und in einer Gummizelle wegen SpongeBob und sie sieht ihn da auch überall. Oh ja, oh ja. Aber es gibt auch kleinere Momente, wo sie einfach nur... Naja, schauen wir uns diese Stelle hier mal an. Hi, Mrs. Puff. Ah! It breaks SpongeBob! What's the tree? Laugh! Wait, Mrs. Puff! We're not dry. Sie dreht da völlig durch, nur weil SpongeBob ihr so Hallo sagt. Leute... Das mag für den einen oder anderen wie ein kleiner Gag aussehen oder wie ein Witz oder so. Aber wenn man eigentlich drüber nachdenkt, sie leidet an posttraumatischem Stressdisorder. Das ist eigentlich spaßig. Das war aber immer noch gar nichts im Vergleich zu dem, was noch kommt. Junge, wie die das immer so überdramatisieren. Ja, das sind Erinnerungen halt so zurückgekommen. Ja.
Oh, wie geil. Okay, ja. Die hat einfach ein SpongeBob-Trauma. Vielleicht liegt das nicht an ihrer Vergangenheit, sondern es liegt daran, dass sie mit SpongeBob einfach schon komische Erfahrungen gemacht hat. Ja. Es gibt eine Unterwasserwelt, in der ein Schwamm in einer Ananas lebt und du redest davon, dass es unlogisch ist, dass ein Fisch nach einem Tag wieder Haare hat. Was heißt hier, wieder Haare hat? Der hatte davor nie Haare. Das heißt, dem sind einfach so Haare gewachsen. Das ist sehr unrealistisch. Denn einige Episoden spielen komplett in Mrs. Puffs Gedächtnis, also in ihrer Vorstellung. Ihr glaubt mir nicht? Das sind sogar Episoden, die wir alle kennen. Passt auf, die Episode hier, wo sie sich vorstellt, dass SpongeBob richtig viel Mist baut. Sie landet dann im Gefängnis und hier sagt sie im Knast: You can do this, Puff. You can get through this without losing your sanity. Oh, that's a road we don't want to go down again. I don't want to go this road again. Also, sie will nicht nochmal so durchdrehen. Sie ist also schon mal so durchgedreht. Am Ende sieht man ja auch, dass das nur in ihrem Kopf, also in ihrer Vorstellung passiert ist. Und ja, das sieht aus wie ein Witz, ist aber eigentlich extrem, weil sie leidet ja. Sie hasst es, mit SpongeBob zu sein und durchlebt diesen Horror immer und immer wieder. Schaut euch mal dieses Bild hier an. Mrs. Puff in ihrer Wohnung. Und da sieht man Mrs. Puff in ihrer Wohnung. Mrs. Puff in ihrer Wohnung. Es ist schon wieder eine Endlosschleife. Was soll das? Warum machen die Macher das? Soll das etwa ihr Leben darstellen? Dass sie immer weiter leidet mit SpongeBob und niemals da rauskommt? Also, die drehen sich das auch, wie die wollen, ne? Also, ich finde das auch lustig, diese Theorien. Könnte das jetzt genau mit dieser Geschichte zusammenhängen? Oder vielleicht ist es einfach nur so ein Funfact, dass sie da einfach so drauf ist. Also, es ist halt lustig einfach, ne? Was die Leute sich dann so zusammenreimen, damit das Ganze einen Sinn macht, ne? Es kann ja fast nur diese Story sein. Es dreht sich alles im Kreis. Mrs. Puff ist so im Hamsterrad gefangen. Oh mein Gott, sie ist im Hamsterrad gefangen! Sie muss aus diesem 9-to-5-Business raus. Sie muss raus aus dem Hamsterrad. Die muss in die Gruppe kommen. Kommt jetzt in die Gruppe, Jungs. Kommt jetzt in die Gruppe, auch Mädels und divers. Los geht's. Die Theorie macht actually schon Sinn. Oh. Das glaube ich dir. Aber bin nicht actually schon Sinn. Sagen, ja. Actually sag ich noch okay, ja, sag actually auch nicht. Danach noch Sense, ja, weil dann verstehe ich einfach gefühlt nichts mehr. Es gibt auch noch so ein ähnliches Bild hier und... Das ist so dieses Paraplatte, die Paraplatte-Sprache. Das macht mich manchmal ein bisschen fertig, Angie. Ja, das hat sehr viele SpongeBob-Fans immer zum Fragen gebracht. Hä, was soll das Ganze? Hey, lol. Tja, bis dann einige Zuschauer genauer hingesehen haben und die Sachen zusammen kombiniert haben. Und das ergibt alles Sinn. What the fuck? Schon in den allerersten Folgen hat man gesehen, dass Mrs. Puff komplett durchgeknallt ist. Es wurde nur sehr gut versteckt. Denn hier in der Episode, wo Spongy Bobby eine Party schmeißt, da sieht man die ganzen Bikini-Bottom-Leute sich unterhalten. Alle reden gemeinsam, haben Spaß. Außer hier Mrs. Puff. Mit wem redet sie da? Was zum Teufel? Warum weiß ich das? Junge, eins in den Chat, wer das wusste. Dass sie da mit niemandem redet. Hä, wie creepy. Hä, jeder kennt die Folge. Und sie redet einfach mit niemandem. Was ist da denn los? Junge, ich bin gerade wirklich, ich dachte, ich kenne SpongeBob mit und auswendig die alten Folgen. Aber was ist denn hier los? Nee, das ist doch, das geht doch nicht. Oder war jemand hier hinter der Theke? Redet mit sich selbst. Genau wie ich jetzt gerade. Redet sie. Das ist crazy. Sie redet mit sich selbst. Post, ja. Genau wie ich jetzt gerade, aber ich bin nicht durchgeknallt. Ich bin normal. Du müsstest dir jetzt eigentlich mal so Kinderserien angucken und dann auf alle anderen Details achten, aber nicht auf das, was wirklich passiert. Dann ich glaube, du bekommst so viel Neues raus. Ist mir damals aufgefallen, hab's aber ignoriert. Wild, David, der Ach, du weißt, was ich meine. Mal. Sie ist also schon in den ersten Folgen durchgeknallt gewesen, nur uns ist es damals halt nie so wirklich aufgefallen. Es wirkte immer alles sehr witzig und war halt auch sehr gut versteckt. Analyst, genau, es gibt ja noch eine Episode, die komplett in Mrs. Puffs Gedächtnis spielt oder in ihrer Vorstellung, aber das hat man auch nicht wirklich gesehen, denn hier gibt es eine Folge, wo SpongeBob seinen Führerschein bekommt, in einer anderen Fahrschule. Und da, wo er ihn bekommt, in dem Moment, da wacht Mrs. Puff so auf und sie sagt, oh Gott, die Welt geht unter. You
pass. I finally got my driver's license. Lock your doors, bar your windows, it's the end of the world. Aber jetzt die normale Bilder hängen, ne? Okay, das mag für den einen oder anderen so aussehen wie ein Witz. Aber es ist kein Witz. Denn Leute, erklärt mir bitte, wenn das ein Witz sein soll und sie da aufwachen soll und sie halt angeblich so spürt, dass SpongeBob den Führerschein bekommt, dann warum ist es hier Tag und da Nacht? Das ist also nicht in derselben Zeit, wo das hier passiert. Es sei denn, das Ganze hier ist Tag und spielt in ihrem Kopf und ist nicht echt und sie wacht da halt in dem Moment auf. Auch am Ende dieser Episode sieht man, wie Mrs. Puff aufwacht und sagt, endlich ist dieser Albtraum vorbei. I don't know what that was all about, but I'm glad it's over. Es ist sehr gut versteckt und es wirkt wie ein Scherz, aber es ist kein Scherz. Es spielt alles nur in ihrer Fantasie. In einer Endlosschleife. Aber Leute, es geht immer noch weiter. In dieser Leuchtturm-Episode vom Anfang sieht man ja Mrs. Puffs Haus. Man sieht, dass sie hier so ein Messi ist und sehr viele Sachen hat. Okay, auf was müssen wir jetzt achten? Die hat sogar einen Pfannenwender hier am Start. Und die geht auch manchmal wahrscheinlich Quallen fischen. Was könnte man jetzt hier sehen? Die hat einfach eine Kettensäge hier. Ist schon gefährlich, ne? Kannst du nicht eine Kettensäge reinhauen, aber was könnte man denn hier achten, was so ein wichtiges Detail wäre? Aber schauen wir uns mal die Sachen genau an. Ein Bild von Mr. Krabs? Alles. Hä? Hier ist kein Bild von Mr. Krabs. Junge, ich will hier extra gucken und jetzt zeigt er hier aus dem Müllhaufen ein Bild von Mr. Krabs. Das hier ist keins. Hat, aber schauen wir uns mal die Sachen genau an. Ein Bild von Mr. Krabs? Alles klar. Diese Wachuniform? Die lustige, gemeine Zeichnung von ihr. SpongeBobs Tagebuch. Den Fahrschulhelm. Moment mal. Was, die hat einen Tisch aus der großen Krabbe? Junge, wie komisch. Ich meine, was hat sie denn damit zu tun? Warte, wir müssen da mal kurz zurückgehen. Das hier ist... Ja, hier ist ein Tisch von der großen Krabbe. Die hat einmal einen Tisch von der großen Krabbe. Die hat sogar diesen Rettungs... Na gut, aber das kann auch sein, dass das ohnehin... Ja, gibt's ja wahrscheinlich dort wie Sand am Meer. Gibt es noch was von der großen Krabbe, was sie hier so hat? Auch spannend mal zu analysieren, was hier alles war. Hier diese Fässer, das ist eigentlich zum Draufsitzen. Das heißt, sie hat sogar noch einen Stuhl von der großen Krabbe. Zeichnung von ihr, SpongeBobs Tagebuch, den Fahrschulhelm. Moment mal, SpongeBobs Tagebuch? Zuletzt haben wir das in einer der ersten Episoden gesehen, in SpongeBobs Bibliothek. Wie zur Hölle kommt es zu Mrs. Puff? Und warum hat sie Tuttles Gemälde? Und einen Tisch aus der großen Krabbe. Ja, das wurde sogar noch gezeigt. Und SpongeBobs Fahrrad, Tuttles Teddybär, Mr. Krabs Lockenwickler, Tuttles Goldstatue, ein Diamantring, eine Krone. WTF ist das? Und was ist das? Junge, ich glaube, die ist sehr kriminell. Die klaut einfach. Ich glaube, die ist mega kriminell. Mrs. Puff hat übel Dreck am Stecken. Mrs. Puff ist eine Kleptomanin. Eine Kleptomanin bestiehlt die Leute. Und sie bestiehlt die Leute aus Bikini Bottom. Es wurde zwar nie wirklich gezeigt, wie sie etwas klaut, aber hier sieht man es ja klar und deutlich. Es ist halt nur versteckt. Und die wichtigste Frage, finde ich, ist, wenn sie SpongeBob so sehr hasst, warum hört sie dann nicht einfach auf, ihn zu unterrichten? Wird sie etwa gezwungen von jemandem? Gibt es eine mysteriöse, geheime Person, die sie zwingt, das zu tun? Schauen wir uns mal diesen Clip hier an. Wenn SpongeBob endlich die Prüfung bestehen würde, hätte ich ihn ein für alle Mal von der Flosse. Nur leider werde ich laufend daran erinnern. Ja, die hat auch eine andere Stimme, oder? Das klingt irgendwie nicht wie Mrs. Puff. Welche Konsequenzen es nach sich zieht, wenn ich zu wütend auf den kleinen Quälgeist werde? Welche Konsequenzen? Oh, die hat einfach eine Fußfessel. Es nach sich zieht. Sie wünscht sich, dass SpongeBob hier... Hä? Das sah aus wie eine Fußfessel, oder? Ja. Das haben die niemals eingebaut. Ist das wirklich von Nick? Ist das wirklich echt? Mann, ich würde hier gern mal die Echtheit wissen. Ob das echt ist. Dass die da wirklich eine Fußfessel dran hat. Und welche Konsequenzen es nach sich zieht. Sie wünscht sich, dass SpongeBob hier endlich besteht, dann wäre der Spuk endlich vorbei. Allerdings wird sie immer an die Konsequenzen erinnert, wenn sie es nicht tut. Ich kann nicht einmal die Stadt verlassen, ohne meine Bewährungsauflagen zu verletzen. Oh, wenn es doch nur eine Okay, das zeigen die sogar richtig. Ich dachte, das ist einfach nur so als Funfact mit eingebaut. Ich gebe endlich, ohne diese Angst zu leben. Welche Konsequenzen? Muss sie etwa wieder zurück in den Knast? Wenn sie SpongeBob nicht unterrichtet? Warum ausgerechnet SpongeBob? Es gibt eine Episode, da muss Mrs. Puff in den Knast.
Es ist auch eine neuere Episode und sie muss dort Fahrschulunterricht nehmen. Und der Lehrer von ihr ist kein anderer als SpongeBob. Jemand foltert sie und möchte, dass sie von SpongeBob hier unterrichtet wird. Der Polizist hält sie sogar so fest und sie möchte fliehen. Sie hasst SpongeBob so sehr und der kettet sie sogar an. Schaut euch mal sein Grinsen an. What the fuck, der genießt das richtig. Wer zur Hölle würde so weit gehen, SpongeBob da extra platzieren, nur um Mrs. Puff so zu foltern? Könnte es vielleicht Mrs. Puffs Ehemann sein? Zuletzt hat man ja erfahren, dass er von Tauchern gefangen genommen wurde und ja, er ist ja gestorben. Aber es gibt einen Film und dort sieht man, dass SpongeBob und Patrick hier Fische zum Leben erwecken. Dieser Fisch sieht aus wie Mrs. Puffs Ehemann. Allerdings kann er das gar nicht sein, denn es ist ja im Film und man sieht, dass er da wieder zum Leben erweckt wird. Und in der Zeit war ja schon Mrs. Puff schon längst im Gange hier mit SpongeBob. Der kann es also nicht gewesen sein. Wer könnte es sein? Es muss ja eine Person sein, die Mrs. Puff schon seit New Kelp City kennt. Eine Person aus New Kelp City, die jetzt auch in Bikini Bottom ist? Schauen wir uns mal die Episode von New Kelp City genau an. Welche Person kann man da sehen? Oha! Die alte Kralle, das ist die alte Kralle, die ist böse. Wo ist Mrs. Puff? Irgendwo ist hier, ich sehe nichts. Ist irgendwo Mrs. Puff mit dabei? Aber die kennen wir doch. Warte mal, die sieht aus wie diese Oma, wie diese alte Oma, die damals Gary so behütet hat, ne? Ah, so sieht die aus, genau. Wen gibt's denn noch so? Fuck, die kennt man auch. Hier ist der Moderator. Hier ist der Moderator Freddy Flo. Ne, wie hieß denn der? Ja, die mit den Katzen, ja, oder Schnecken in dem Fall, ja. Ja, aber ich weiß nicht, ist hier Mrs. Puff irgendwo drauf? Nee, ne? Da fällt einem leider nichts auf. Außer dieser Fisch hier! Wer ist das? Leute, es ist der Fisch. Den kennt man. Das ist der Gefängnisdirektor. Der Mrs. Puff auch hier in dieser Episode betreut hat. Ah, er hat wieder ein anderes Bild gezeigt, das Schwein. Ja, Anschi, du musst überlegen, ja, der kopiert das 1:1, hast du gerade geschrieben. Aber du musst an der Stelle sagen, der hat auch am Anfang gesagt, dass er es komplett von den Amerikanern sozusagen hat. Er hat immerhin die Credits ausgesprochen. Der ist in Bikini Bottom. Warum ist der hier in der Episode in New Kelp City gewesen? Das ist der Anzug, das ist seine Farbe. Das ist auch dieselbe Schleife. What the fuck, warum ist der da? Stopp. Doch, das ist auch der gleiche Mund. Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist der Mund ein bisschen anders, aber das sieht genauso aus. Das ist der auf jeden Fall. Seine Farbe, das ist auch dieselbe Schleife. What the fuck, warum ist der da versteckt? Das ergibt alles Sinn. Der Gefängnisdirektor ist auch aus New Kelp City. Der hat eine gemeinsame Vergangenheit mit Mrs. Puff. Was aber genau diese Vergangenheit ist, weiß man noch nicht. Er ist aber der Drahtzieher hinter dem Ganzen. Er zwingt Mrs. Puff, SpongeBob Unterricht zu geben. Ansonsten muss sie wieder in den Knast. Ich meine, wieso sollten die Macher von SpongeBob diesen Fisch, der hier nichts mit New Kelp City zu tun hat, sonst in dieser Stadt hier zeichnen? Ich stelle euch das mal wirklich so vor, die Macher von SpongeBob haben das wirklich die ganze Zeit genau so geplant. Die immer so ein Geheimnis sozusagen, um Mrs. Puff zu machen. Dass immer einer mit dabei ist, der auch immer guckt, so, ob sie das richtig macht und dass sie wie kontrolliert wird, dass sie das machen muss und so. Also das ist schon heftig, ne? Wenn du das mal so siehst, dann ist das wirklich echt ist krass. Kinderserie, ja, Leute, es ist trotzdem. Das war die Theorie. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war ein etwas längeres Video und auch sehr aufwendig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, ein Daumen nach oben für den Obdachlosen. Okay.